Kuckuck. Ich schreie schon wieder nach dem. Da ist er wieder. Herzlich willkommen zurück bei Jack Zockt The Last of Us. Remastered. Und in der letzten Folge hat Ellie hier gegen ihren Peiniger gekämpft, gegen den David. Und was, wie es jetzt weiterging, werden wir jetzt erfahren. So. Ja, Spannung und Action. Wir müssen ein bisschen Spannung hier aufbauen bei dem ganzen Ding hier. Ja. Ja, es ist ja immer so auch. An den spannendsten Stellen ist dann meistens Schluss und dann heißt es für die nächste Folge. Aber ich habe die Folge zuvor schon die Überlänge gemacht mit 37 Minuten. Ich wollte das nicht wieder haben. Deswegen werden wir jetzt sehen, wie es hier weitergeht. Ob der Joel die Ellie noch findet. Jo, dann wollen wir mal. Jo, ich höre doch schon wieder die Arschlöcher hier brüllen. Was haben wir denn noch hier? Alte Scheiße haben wir einstecken. Hey, hier waren wir doch schon mal. Wir haben noch eine Nahkampfwaffe, eine schöne. Hier waren wir doch mit Ellie schon, oder? Wo ist die Kleine? Ja. Ui, da ist noch einer. Das ist gerade doof. Wo sind wir mit Ellie von hier aus hingerannt? Das heißt, wir sind mit Joel natürlich auf der richtigen Spur. Aber wenn wir uns jetzt nicht rumschlagen müssen mit denen, machen wir das auch nicht. Ja, wir sind ja... Nehmen wir noch ein bisschen was mit. Oder auch nicht. Da vorne ist einer. Was sind das schon wieder? Wo kommt denn hier immer her? Er hat mich jetzt gesehen. Ich sehe ja keine Sau drin. Oder kam das von draußen hier, dieses, wo ist der? Ja, wo ist die Kleine? Die suchen die noch, aber der Typ, der Boss, der hat die doch schon gefunden. Er hat doch mit ihr gekämpft. Das haben wir doch gehabt in der letzten Folge. Ich weiß was gerade gar nicht. Bin ich da vorne lang oder? Mal gucken, wo ich überhaupt hin muss. Jetzt kürzt es einfach mal. Die Ecke ist natürlich verkehrt. Ja, ja, mach mal. Das müssen wir doch mal machen, sehe ich schon kommen, aber wie gesagt. Ja, ja. Lass mich doch wenigstens mal gucken, wo ich hin muss, Mensch. Muss die doch nicht alle platt machen oder etwa doch? Ja, ich kann auch nicht sehen. Ja. Hey, die Kleine ist flüchtig und wir wissen nicht, wo sie auftauchen darf. Wir müssen einfach wachsam bleiben. Problem ist, dass die
Das sehen die holen, das sehen die, oder? Oh Mist! Da war noch einer, da waren noch drei, oder? Tja, dieselbe Taktik wie mit Ellie. Was? Ach nee, wir haben noch unser Stahlrohr. Oh Mist! Das ist jetzt doof. Haben die das gesehen? Auf Entdeckung! Ich gehe ran! Jawoll! Du feige miese Ratte, du! Jawoll! Stirb mich beim Medipackchen einnehmen! Wo muss ich denn hin, verflucht nochmal? Warte, jetzt muss ich alle nochmal machen! Verdammt nochmal, wo muss ich denn hier hin? Scheiße, Mann! Gibt's ja nicht. Also hier links nicht. Sehen mich jetzt oder was? Aber ich die nicht. Ach, der da oben. Ach, da bist du ja schon. Wie, da bist du ja. Wer denn? Ich denke, du bist tot! Was ist das denn? Stimmt, ich glaube, ich muss durch den LKW durch. Muss ich dafür alle platt machen? Ich weiß nicht mehr. Natürlich ist die Kleine tödlich. Was erwartest du denn?
ist also, steht da also. Da oben, sehen. Wir haben nur noch einen Pfeil, das ist gerade ein bisschen belastend. Ich will die nicht bekämpfen, Mensch. Ich will die nicht platt machen müssen. Das ist doch scheiße. Einfach weiter schufen. Wenn sie hier durchkommen, müssen wir sie schnappen. Wir sollten den Unterschlupf beschützen. Eine infizierte rennt in der Stadt rum und wir bewachen den Ausgang. Hey, die Kleine ist pünktlich und wir müssen den Kopf auflaufen. Wir sind einfach hart. Rein da, rein da, rein da! Oh, Scheiße! Ich will die nicht alle hier. Wenn wir den jetzt holen, dann sehen die anderen uns, die da hinten kommen. Oh shit. Ja, das sieht uns. Schön, dass die KI so dämlich ist. So. Das Problem ist, wie jetzt weiter? Ich sehe ja null. Ich habe ja null Sichtweite. Ich muss, glaube ich, dahinter. Duck dich, Mensch!
weiß nicht, ob wir noch irgendwo wir hier rumeiern. Hier dahinter oder so. Ist das Ihr Rucksack? Ja, sieht gut so aus. Oh. Was ist das? Was macht Alice Zeug hier? Fleischbestandbuch. Bestandsbuch. Was? Ja. Mhm, fette Beute, schon besser. Das muss besser werden. Okay. Na dann. Oh Gott. Ich muss sie finden. Ja, ich weiß. Jetzt läuft der Kerl wieder so langsam. Naja. Stinkt nach toten Menschen. War hier noch irgendwas zu finden? Kommen wir jetzt in die nächste Ballerei, war das so? Keine Ahnung. Das werden wir rausfinden. Und zwar genau, machen wir Lampe aus. Jetzt. Oh Scheiße. Ellie. Ich wusste, du hast Herz. Es ist okay, aufzugeben. Ist keine Schande. Nicht. Gar nicht dein Stil, oder? Du kannst doch wecken. Leck mich! Du kennst mich? Hä? Ja, dann lass dir gesagt sein. Du ahnst nicht einmal, wozu ich fähig bin. Ich bin's. Hier. Ich bin's. Er wollte mich. Ich weiß. Okay, Kleines. Es ist okay. Hast du mich gehört? Nein. Was? Da. Krankenhaus. Das ist unsere Ausfahrt. Na los, Kleine.
Spürst du die Brise? Ich sag dir, an solchen Tagen habe ich immer draußen gesessen und Gitarre gespielt. Ja, wenn das alles vorbei ist, bringe ich dir Gitarre spielen bei. Ja, das wird dir bestimmt gefallen. Was meinst du, hä? Ellie, ich rede mit dir. Hä? Oh, ja, klar, das klingt toll. So. Ja, ein ziemlich brutales Ende hier, was das... Alles von heute hier, oder? Verdammte Scheiße. Okay. Ja. Nein. Ja. Also ich war damals, als das war hier mit dem David, was sie jetzt mit dem gemacht hat. Am Ende war noch zu sagen, sie weiß nicht, wozu er fähig ist, er weiß nicht, wozu sie fähig ist. Das hat er zum Schluss gemerkt. Ellie kennt da nichts. Aber das war gerade eine schöne Einblendung hier auf das Bild da an der Wand. Nochmal resignieren. Wie es angefangen hat, dort, als wir mit Joel in diesem Winterareal dort angekommen sind. Dass sie einfach nur ihr Wild dort jagen wollte und letztlich diesen Typen da ausweichen wollte, also musste. Oh. Ja, und jetzt sind Ellie und Joel hier wieder zusammen. Das war auch damals, das war auch... ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr es jetzt gesehen habt. Wenn ihr es vorher noch nicht kanntet. Wie könnt ihr mal schreiben, wie euch das, ob euch das da auch irgendwo nahe ging? Sind das Sachen, die kriegt man meistens, wo auch immer die hergekommen sind, am besten mit beim allerersten Mal. Das sind also Momente, die hauen beim zweiten oder dritten Mal nicht mehr so rein. Ja. Ja, jetzt sind wir hier wieder. Alles beim Alten. Nur dass beide jetzt durch diese Aktion hier dementsprechend gezeichnet sind. Ellie wie Joel. So, das übliche Umgucken. Na ja. Eine glückliche Familie. Gott. Ui. Okay. Ellie. Ja. Ich habe gestern vom Fliegen geträumt. Ach ja? Ja. Los, erzähl mir davon. Also, ich bin in diesem großen Flugzeug. Und alle schreien und heulen, weil das Flugzeug gerade abstürzt. Also gehe ich zum Cockpit, öffne die Tür, da ist kein Pilot. Ich versuche zu steuern, aber ich habe natürlich keine Ahnung, wie man fliegt. Und direkt vor dem Aufprall wache ich auf. Ich bin noch nie geflogen. Ist das nicht seltsam? Tja, weißt du, Träume sind seltsam. Ja, so ein bisschen anders formuliert. Aber das, was sie alles erlebt und getan hat hier, für den Joel. Keiner war da, um ihr zu helfen. Ihr wusst ja, den Joel hier mit Kallus zusammen. Trauer um Kallus. Durch die halbe Weltgeschichte ziehen. Damit er hier wieder dabei sein kann. Jo, wo ist. Hey, wo bist du jetzt? Ellie?
Ja. Ich fand allerdings, als wir, ich kann es nur sagen, wie es damals so der Fall war, beim ersten Mal spielen natürlich, wie ich immer so schön sage, dass nach all dem, was jetzt passiert ist hier, wie Ellie sich gekümmert hat und allen das hier, dass wir dann auf einmal wieder so dastanden wie vor dem, das empfand ich teilweise auch ein bisschen schade, wie so eine Art Rückschritt, dass wir hier schon weiter waren. Aber jetzt wieder so sind wie vorher. Wir steuern hier den Joel und die Ellie läuft mit. Ja, aber ich kann euch versichern oder sagen, dauert nicht mal lange. Aber. Nö. Wie gesagt, ich bin echt gespannt, was ihr dazu sagt. Auch wenn ihr die Folge jetzt, das Ding hier. Monate oder Jahre später seht. Ich bin trotzdem interessiert an eurer Meinung. Könnt ihr gerne reinschreiben. Ich sehe, wann Kommentare kommen, da werde ich auch darauf antworten. Keine Angst. Also nicht, weil ihr denkt, ihr habt jetzt die Folge jetzt hier nicht aktuell gesehen. Ihr habt die. Ihr braucht nicht mal kommentieren. Nee, ihr könnt gerne schreiben. Also auch wie gesagt, wenn ihr erst in 5 Jahren die Folge hier seht. Einfach reintackern hier. Ich weiß ja, ich kenne ja das Spiel. Ich sag, der eine, du vielleicht, du empfindest das so und so, wenn du das jetzt hier zum ersten Mal siehst. Oder deine Empfindung, als wenn du es selbst schon gespielt hast, was deine Empfindungen da waren oder was eure Empfindungen da waren hier an der Stelle. So. Das ist auch bei den ganzen anderen Folgen, das ist mir wichtig so. Das ist so ein bisschen mit der Grund, warum ich auch das Ganze mache hier. So, die Spiele, die ich auch selber so mag und was auch das Feedback von euch zu sehen. Das ist mir, wie gesagt, wichtig. Wäre schön zu sehen. Auch so ein Feedback über das ganze Spiel letztendlich. Weil das Problem bei The Last of Us, die Story hier, die ist natürlich langgestreckt, damit sie auch gerade an den Stellen ja, das Wichtigste war ja das mit dem Winter hier, dass der Joel halt verletzt war. Dass das auch Sieh dir das wirkt. an, wie überall. Eine verwaiste Quarantänezone. Ne, das. Wo war ich gerade stehen geblieben? Oh, hier hinten jetzt noch was. So, wir werden die Folge jetzt erstmal ganz gemütlich ausklingen lassen. Dann werden wir uns hier in das nächste Abenteuer dann stürzen. Müssen wir gucken. Auf 4 Minuten. Ja, ich werde dann erstmal einen Cut machen müssen hier. Was heißt ein Cut? Ich mache sowieso einen Cut. Die Folge ist zu Ende. Aber, weil ich habe ja gerade eine Session hier wieder. Eine Aufnahmesession. Das Krankenhaus, das die Fireflies meinten. Komm schon. Das stinkt ja nach Prügelei, oder? Was sagt ihr? So. Okay. Hat gerade gespeichert. Ein perfekter Punkt eigentlich. Oh. Dann würde ich mal sagen, wie wir hier mit Joel und Ellie weitergehen. Was haben wir eigentlich alles einstecken hier? Scheiße. Oh. Jetzt pack mal den Scheiß weg. So. Mensch, Mädel, bleib doch mal stehen. Ja. Also ist das für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen hier ein bisschen. Bei mir. Ich hoffe, es euch gefällt natürlich auch das Spiel. Dankeschön fürs Zusehen. Und tschüss.